Tiger Woods steht wieder auf dem Golfplatz. 9 Monate nach seinem Autounfall meldet sich der Golfstar per Videosnippet vom Abschlag. Gut 9 Monate ist es her, dass Golfstar Tiger Woods, 45, in einen schweren Autounfall verwickelt war. In der Folge musste er am rechten Bein operiert werden. Seit Mitte Februar arbeitet der US-Amerikaner an einem Comeback. Dass er damit vorankommt, zeigt ein Video, das er in den sozialen Medien veröffentlicht hat. Golfikone Woods auf dem Weg der Besserung. Woods, der sich seinen Fans noch im April auf Krücken in den sozialen Medien präsentierte, habe bereits bis Oktober bemerkenswerte Fortschritte gemacht, berichtet das US-Magazin People. Jetzt postet der fünffache Masters-Sieger ein 3 Sekunden langes Video auf Instagram, das ihn beim Abschlag auf dem Golfplatz zeigt. Es ist das erste Bildmaterial seit seinem Unfall, das den Ausnahmesportler in Aktion zeigt. Untertitelt hat er das Video mit dem Kommentar: Fortschritte machen auf dem Weg der Besserung. Habe ihm die Rolle des Vaters eins geholfen, seine Kinder Charlie, 12, und Sam, 14, seien seine Motivation, erklärte eine Quelle People. Wann mit der Rückkehr von Woods auf der Profitour zu rechnen ist, bleibt offen. Er sagt, selbst wenn er nicht bei 100% ist, weiß er, wie wichtig es ist, wieder rauszukommen und Wettkämpfe zu haben. Das ist sein Ziel, so die Quelle weiter.